Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine DVB-T-Antenne am Fernseher richtig anschließen kann. Ihr könnt hier die Antenne sehen. Es handelt sich bei mir hier schon um eine DVB-T2-Antenne. Das ist das neue DVB-T, was jetzt nach und nach in Deutschland eingeführt wird. Und die Antenne wurde so geliefert. Und als erstes müssen wir natürlich den Antennenstab mit der Antenne verbinden. Dazu schrauben wir das einfach rein, wie ihr hier sehen könnt. Und als nächstes müssen wir dann die Antenne am Fernseher anschließen. Ja, die Antenne wird meist in einem Antennenanschluss hinter dem Fernseher angeschlossen. Ihr könnt ihn hier sehen. Hier haben wir einmal zum Beispiel auch für Satellit, wo ihr so ein Koaxialkabel anschließen könnt, den Anschluss. Und darunter ist der Antennenanschluss für die Zimmerantenne oder DVB-T bzw. DVB-T2, wenn euer Fernseher das schon kann. Und ihr könnt hier die Antenne sehen und das Gegenstück passt dann hier rein. Wenn ihr die Antenne anschließt, achtet darauf, dass der Fernseher ausgeschaltet ist bzw. zieht den Netzstecker, damit der Fernseher im stromlosen Zustand ist. Anschlussarbeiten an elektrischen Geräten nimmt man immer im stromlosen Zustand vor. Also wenn gewährleistet ist, dass der Netzstecker draußen ist, könnt ihr die Antenne einstöpseln. Dazu stecken wir den Stecker einfach ein. Und wenn ihr das gemacht habt, müssen wir die Zimmerantenne jetzt noch richtig ausrichten und dann auch den Sendersuchlauf starten. Ja, ihr könnt jetzt hier das Antennenkabel sehen. Ich habe hier unten meine Antenne hingestellt. Richtet sie so ein bisschen aus, dass sie irgendwo zu einer Außenwand oder zu einem Fenster hin zeigt. Da habt ihr für gewöhnlich den besten Empfang. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Die Antenne sollte auch möglichst frei stehen. Also es sollte jetzt nicht irgendwo ein Regal oder Schrank davor sein. Umso besser ist nachher der Empfang. Was ihr für eine Antenne braucht, solltet ihr vorher auch in Erfahrung bringen. Es gibt halt verschiedene Antennen. Es gibt einmal die aktiven und die passiven Antennen. Die unterscheiden sich darin, dass die einen Stromanschluss haben, einen externen Stromanschluss zum Beispiel, und darüber natürlich ein stärkeres Signal bekommen und somit auch besseren Empfang haben. Wenn ihr die Antenne richtig ausgerichtet habt, geht ihr in das Menü eures Fernsehers und startet dann den Sendersuchlauf. Da müsst ihr gucken, dass es bei jedem Gerät anders. Bei mir ist es unter Menü Senderempfang und dann kann ich hier einen automatischen Sendersuchlauf starten. Dazu drücke ich das Ganze an und werde dann den Sendersuchlauf starten. Und dann sucht der Fernseher automatisch Sender, die er über DVB-T oder DVB-T2 empfangen kann. Wenn der Sendersuchlauf dann beendet ist, werden die Sender gefunden sein. Ihr könnt das hier auf der rechten Seite von meinem Fernseher sehen. Hier zeigt er nun die Sender an, die automatisch über den Sendersuchlauf gefunden wurden. Ja, somit habe ich ein Signal in meinem Fernseher. Die Fernsehkanäle sind automatisch eingestellt und ich kann das Gerät nun benutzen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!